Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Ja, die gestrige Folge, die eigentlich gestern erscheinen sollte, ist jetzt, glaube ich, irgendwann heute Nacht online gegangen, weil komischerweise YouTube das Video beim Hochladen auf privat gestellt hat, obwohl ich es umgestellt habe. Keine Ahnung, ich habe das dann irgendwann heute Nacht gesehen. Hab das dann öffentlich gestellt. Keine Ahnung, warum das ab und an mal passiert. Ja, das hier ist die neue Maschinenhalle. Ich habe hier mal alles so schön aufgereiht. Und allerdings sind die Maschinen noch nicht mit Strom verbunden. Das habe ich jetzt noch nicht weitergemacht. Hier habe ich noch so ein bisschen den Storage-Scanner aufgebaut. Ich habe hier nochmal zwei Modular Storages mit rangesetzt. Ich habe hier die Wand weggerissen. Hier nochmal einen Durchgang mitgeschaffen. Ich denke mal, ich werde den hier vielleicht auch noch ein bisschen breiter machen, weil so richtig gefällt mir das noch nicht. Dann, ja, hier habe ich, glaube ich, dann nur noch Kleinigkeiten zwischengebracht. Die Ender Chest hier noch mit dran. Und dann habe ich hier Rotating Elevators gemacht. Einmal nach oben. Komme ich direkt hier hinter der Kuhfarm raus. Und einmal, voilà, einmal hier runter. Dann komme ich hier in den Mittelgang direkt raus. Kann ich ganz bequem rüberfliegen. Und dann noch einmal direkt runter zum Mob fahren. Erspart uns vielleicht einiges an Laufweg. Ich finde es gar nicht mal so übel. Und ja, ich denke mal, das passt soweit. Vom Design her, was hier noch weiter reinkommt, weiß ich noch nicht. Also die Wand ist auch schon wieder gut gefüllt. Obwohl ich wahrscheinlich kommen da noch die ein oder andere Sachen dazu. Ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht. Gut, sind ja dann irgendwann so weit, dass wir dann bei Applied Energy 6 angekommen sind, und dann kriegen wir das, denke ich mal, auf jeden Fall hin. So, wir werden jetzt das Tablet machen. Wenn ich es denn finde. Da, das. Das war ja mit einem Grund, warum wir ins End mussten. Hier diese End Rods. Dann können wir nämlich jetzt hier die Antenne bauen. Viermal Glowstone, viermal Redstone, zwei Enderperlen. Viermal. Ne, achtmal brauche ich das Ganze. Und Enderperlen habe ich da. Das IFAB wird auch noch umziehen. Das kommt auch definitiv noch mit in den Crafting-Raum da drüben. Error. Not enough liquid ender. Hab ich Buckets in der Tasche? Zwei Stück. Dann machen wir das mal hier in unseren Universaltank. Ja, passt genau. Zwei Eimer. Einmal. Kann die Eimer wieder erstmal in den Rucksack verschwinden lassen. Und zweimal. So. Wupp. Dann müssten wir dafür eigentlich schon alles zusammen haben. Jawohl. Okay, haben wir dieses Tablet. Okay, ich habe gedacht, die Quest wäre schon fertig gewesen. Nee, das ist noch eine andere Quest. Warte mal. Ah, hier, guck mal. Eine Loot-Chest. So verkehrt hier. Zip.
So, jetzt habe ich hier irgendwo das Teil. Kann ich die zusammen craften? Ja, dann kriege ich ein Storage Tablet. So. This remote charger is not linked. Muss ich die jetzt hier einmal durchlinken oder muss ich das hier reinschmeißen? Wir machen mal Folgendes. Eins, zwei. Hä? Wo ist denn hier mein Stromkabel? Ah, da. Den machen wir mal hier hin. Dann hat er nämlich Strom. Kann man den dann... Nein. Kann man nicht. Aber der... Der hat ja gar keinen... Der hat ja gar keinen Slot zum linken. Ist es Storage Control Screen Modul? Warte mal, kann man das wieder auseinandercraften? Remote Storage Modul. Ja. You can also crafting with a storage control screen. Screen Controller. Screen, Information Screen. Storage. Tablet. Modul. Remote Storage Modul. Modular Storage. Remote Storage. Storage Scanner. For remote access to a storage scanner. Ja, aber. Hä? Wie linke ich das denn? Ich mach mal Live-Searching während der Folge. Ich hab's gerade keine Ahnung. Storage Tablet linken. Keine Ahnung, wie man das Ding linkt. Nach der Installation ermöglicht es dir. Moment.
Okay. Jetzt muss man aufladen. Jetzt den da rausnehme. Zip. Da reinlege. Kann ich das trotzdem nicht linken? Wenn ich aber... Okay, Remote ID 1. So, wo ich das rausgenommen? Da. So. Wenn ich das jetzt wieder zusammencrafte. Ja, dann kann ich auf... Aber da ist nichts drin. Keine Ahnung. Kann ich die denn hier weiter linken? Das. Ganz kurz hier rausnehmen. Remote ID 2. So und das so und so und so. Ist leer. Ist einfach nur leer. Oh, jetzt ist wahrscheinlich noch wieder irgendwie resetten hier. Scheiße, Modem ist toll. Ja, okay. Ich würde gerne die ID da erstmal von wieder runterkriegen, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, okay, aber ich möchte gerne... Ich kann doch nicht 4 Stück von den Dingern bauen, das ist doch total Blödsinn. Okay, ich guck dann bei Gelegenheit ehrlich gesagt nochmal. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Gut, weg damit erstmal. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei kleinere... Crafting-Geschichten hier hin. Zum Beispiel so ein Luna-Panel hier. Oder was haben wir denn hier Schönes? Ach du meine Güte. Ne. Hoppala. Phantom Faces. Ne. Fusion Controller. Ne.
Nein. Das sind die. Was braucht man denn für so ein Digital Upgrade? auf jeden Fall jede Menge Plutonium. Das ist kein Problem. Die sind. Habe ich noch Kryotherium über? Habe ich noch 40.000? Das ist also auch kein Problem. Tanksten habe ich noch. Iridium Alloy. Da fehlen die Advanced Alloy Platten. Okay. Advanced Alloy habe ich noch. Hier. 1, 2, 3, 4. Machen wir die mal ganz schnell platt. Was ist mit dem Tablet? Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Da gucke ich nochmal, wie das funktioniert. Okay, haben wir das. Kriegen wir eventuell das Upgrade so nebenbei mal eben fix mit hin? Das wäre ja mal krass. Warte mal. Ich brauche von den Dingern ein. Habe ich hier noch genug TNT drin? Ja. Ah, danke. Zack, zack. 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 Alter, unglaublich, dass ich tatsächlich alles dafür da habe. Ich nehme das mal komplett mit hier. Das Cyanid. Zip. Barrel. Da machen wir sogar ein eigenes Barrel mal eben für. Cyanid werde ich, denke ich mal, noch das ein oder andere Mal herstellen. So, zack, zack. Wieder weg. Das machen wir auch mal direkt damit rein. So, dann geht es um die und um die und um die und davon brauche ich. Warte mal. Das ergibt gleich einen Block. Ich habe kein Enderium. Ah, wow. Und das könnte jetzt tatsächlich wehtun. Enderium. Und zwar das Blend Platinum. Da hätte ich gern das Ohr. Machen wir ein Stack. So. So. Jetzt fehlen die Resident Ender Buckets. Tick, tick. 8 Stück. 8 wird nicht ausreichen. Einmal das Falsche. Das hätte ich gerne. 24. Ne, das Digital Upgrade. Da brauche ich dann
Ah, ich habe keine Netherstars. Ich habe auch jetzt nicht vor, einen Wither zu schlachten. 9, 18. Ich brauche mehr Buckets. So. Let. Einmal Let klein machen, bitte. Output ausstellen hier. Denke ich mal erstmal ausreichen. Zack, zack, zack. Da wollte ich ihn. Zack, zack. Das brauche ich noch. Okay. So, jetzt haben wir natürlich den Fall, dass der Ackfirnis nicht an Strom angeschlossen ist. Das heißt, ich kriege das Ganze jetzt hier in der Folge nicht mehr fertig. Ich werde den Offscreen eben mal an Strom anschließen. Lass das Enderium durchlaufen und in der nächsten Folge machen wir das Digital Upgrade weiter. Und dann sind wir quasi soweit. Mithilfe dieses Digital Upgrades können wir uns den ME-Controller bauen. Da braucht es noch ein bisschen was für. Wobei das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Netherstars, ja, okay. Das wird eine nervige Crafterei. Aber da kann ich viel offscreen vorbereiten, dass wir das relativ gut unterkriegen. Gut, bin ich raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht funktioniert ja dieses Tablet. Ich guck mal. Ne? Bis dahin, danke und bis dann. Tschüss.